Sodale, Bastelzeit und ja, heute geht mir, glaube ich, ein Licht auf, denn ich habe da was, was theoretisch hell machen sollte, nämlich das hier. Ja, sieht glitzernd aus, sieht leicht lediert aus, aber naja, das hier soll eine 50 Watt LED sein. Nicht nur 50 Watt, sondern 50 Watt für Netzspannung und das Ganze für 4 Euro. What could possibly go wrong? Ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal, was die denn hier uns eingepackt haben und wie zum Geier man das hinbekommen hat, diesen Preis überhaupt zu erreichen. Kümmern wir uns erstmal um das hier, das wunderschöne Blättchen, wo alles Nötige draufsteht, was wir wissen müssen. Oder zumindest soweit die Theorie. Also 80 Lumen pro Watt meinen sie. Efficient Cooling, wir werden sehen. Full Waterproof, genau. Long Life, Ultra Low, Energy Consumption, High Power Factor. Okay. 230 Volt, also 220 bis 240 für 50 und 60 Hertz. Und High Voltage must be grounded. Bitte keine hohen Spannungen gegen Erde legen. Vielen Dank. Muss nicht sein. Ansonsten das gute alte Chinglish. Wir haben was hier stehen von Driver Constant Current Technology. Oder Free Drive Constant Current Integrated Design. Design Simple Less Electronic Components. Okay, mal gucken, weil das passt meistens mit High Power Factor dann nicht mehr. Ansonsten, das Ding wird heiß. Ja, war zu erwarten bei 50 Watt. If there is high pressure, it must be grounded. Ja. Okay. Und ja, man soll bitte den Film entfernen, bevor man das Ding benutzt. Gut. Gehen wir mal zur Lampe über. Die sieht so aus. Gut, wir haben erstmal blau. Das ist hier dieser Film, der da drauf ist. Das Ganze ist einfach nur ein dünnes Alublech und eher scharf, würde ich sagen. Wir haben ein sehr langes Anschlusskabel mit deinem Paket und hier oben dieses Ding, was wahrscheinlich mal gerade war, oder? Ne, keine Ahnung. Damit kann man das jedenfalls dann aufhängen. Das Ganze ist relativ dünn, also es hält gerade so die Form, würde ich mal sagen. Das ist irgendwo so zwischen Alufolie und was Richtigem. Dürfte wohl auch Alu sein. Und von der Oberseite haben wir hier zwei, sieht aus wie Nieten, die dann durchgehen und innen drin verbirgt sich dann das hier. Das ist die ganze Magie. Und wir sehen schon, hier ist das Stromkabel direkt auf dieses Board hier drauf. Und hier auf dem Board selber sind dann entsprechend Bauteile. Insgesamt mehr oder weniger drei ICs, auch wenn sie 1, 2 und 4 benannt sind. Aber es sind drei. Hier drunter versteckt sich noch ein Gleichrichter. Wir haben ein paar Widerstände. Großen am Eingang und das war's im Prinzip. Plus das Ding hier. Entweder ein Kondensator oder ein MOF. Was steht hier? RV. RV könnte sogar ein irgendein NTC oder sowas sein. Als ja so eine Art Softstart oder so vielleicht. Was wir nicht haben, ist der Kondensator. Der ist ohnehin schon klein dimensioniert und man hat ihn noch weggelassen. Das heißt, das Ding hier wird flackern wie sonst was. Und Warning. Keine Ahnung. 01, 02. Ne, Q1, Q2, Q3. Danger. Electric, was? Was steht da? Okay, ich habe mich doch nicht verguckt. Danger Electrility. Ja. Okay. Okay, ignorieren wir mal das Warnschild und gucken stattdessen mal. Das Ganze sieht man vielleicht, das sieht so ein bisschen nass aus. Da ist also nochmal eine Beschichtung drüber, so eine Art Silikon. Das ist auch ganz gut. In der Mitte sehen wir ja das schöne Nicht-Anfassen-Symbol. Und dieses schöne Symbol, weil, naja, hier auf dem Board ist halt 230 Volt drauf. Und es gibt nicht wirklich irgendwas, was isoliert. Das heißt, im Zweifelsfall ist auch auf dem Metall außen 230 Volt drauf. Ich meine, wir haben eine Erde, dann fliegt die Sicherung, aber buah, ja, viel ist da nicht zwischen viel Spannung und einfach anfassbar. Ich gehe jetzt erstmal hin, mache hier überall die Folie weg und dann können wir gleich auch mal testen, ob das Ding überhaupt funktioniert. Und wir gehen mal näher ran, was denn das für Chips sind und ob wir erkennen können, wie das Ganze verschaltet ist, weil naja, es gibt keinen wirklichen Treiber. Normalerweise sieht man da ja noch Spulen, Trafos und ja, hier ist nichts außer ein paar ICs und ein paar Widerständen. Ja, und entfernen ist gut, denn man hat dummerweise die Nieten mit der Schutzfolie reingemacht. Das heißt, zumindest mal hier drunter ist da nichts mit Schutzfolie entfernen.
Und dann starten wir doch mal direkt hier oben am Eingang von der Netzkabel, wenn man das so nennen möchte. Da haben wir hier so ein schönes Plastikding, was wahrscheinlich das Kabel vom Loch schützen soll. Aber wie wir sehen, ja, das steckt nicht da drin. Das heißt, das hat so zumindest mal noch nichts gemacht. Und reinschieben. Eventuell mit ein bisschen Gewalt kriegt man das nachher noch hin. Mal schauen. Wirklich halten dürfte das wahrscheinlich so, aber nicht. Da müsste auf die andere Seite noch irgendwas, zum Beispiel einen Kabelbinder oder sowas. Ja, von da aus haben wir hier eine Niete, die für Erde da ist. Das sieht schon mal ganz gut aus. Also die Erde sollte halbwegs brauchbar sein. Dann gehen wir einfach mal hier beim L lang. Da können wir das wahrscheinlich ganz gut sehen. Der geht hier erstmal auf diesen RS1. Das wird wahrscheinlich eine Mischung sein zwischen Sicherung und Widerstand. Und von da aus auf den RV. Die andere geht direkt hier rüber auf den RV. Dann ist das wahrscheinlich eher irgendein Überlastschutz, also ein MOF oder sowas. Darunter geht es auf den Gleichrichter. Dahinter haben wir noch einen Widerstand, 105, das sind 1 Megaohm, wenn ich jetzt gerade richtig überschlage. Das wird einfach nur sein, wenn da was einkoppelt, dass die LEDs da nicht, die schon anfangen zu leuchten, obwohl kein Strom da ist. Dann folgen wir einfach mal der Trace hier, der geht einmal hier hinten rüber. Und ihr habt es sicher schon entdeckt, die LEDs, die hängen anscheinend alle hintereinander. Wenn wir hier gucken, dann sehen wir, das sind ein Chip-LEDs, da ist anscheinend nur einer drin. Und von da aus geht das durch alle LEDs in dieser einen Reihe durch, bis ganz zum Ende. Da dreht dann das Trace einmal hier und geht wieder zurück. Wupp, die komplette Strecke. Und nochmal die ganze Strecke wieder vor. Das heißt also, alle LEDs hier unten sind schon mal aneinander. Und Überraschung, das Trace geht dann jetzt einmal hier nach oben. Geht komplett zurück und ich denke, ihr glaubt mir, wenn ich sage, geht in die andere Richtung zum Eingangskabel, geht durch die obere Reihe LEDs, wieder in die andere Richtung, durch die unteren LEDs und dann kommen wir hier unten raus. Und da sehen wir jetzt, das geht hier einmal runter und geht dann hier auf alle Pins von diesem IC und genauso sieht das bei den anderen aus. Wir gehen hier einmal komplett rüber auf alle drei ICs, jeweils auf die Pins. Hier ist dann Schluss, da ist nichts mehr. Die ICs selber, die haben etwas, was ich so relativ selten in letzter Zeit gesehen habe, nämlich eine Beschriftung. Wenn wir nämlich hier drauf gucken, dann sehen wir, das ist ein... Na okay, durch die Belichtung nicht wir, aber ich sehe, das ist ein SN2082EDS. Und da würde ich sagen, gucken wir gleich mal nach dem Datenblatt. Ansonsten, was wir hier sehen, ist halt noch ein 5R6 Widerstand daneben. Der dürfte als Current Sense dienen, um den Strom einzustellen, also wirklich konstant Strom. Der ist hier an zwei Pins dran und was wir dann auch haben, ist hier auf der anderen Seite dieses dicke Ding hier, was zu den anderen wieder führt. Die sind genauso aufgebaut, auch hier haben wir denselben Widerstand, genau da 5R6 und auch der dritte sieht so aus, 5R6 und das, was wir hier oben haben, was überall durchgeht, Überraschung, geht hier einmal rund und auf die andere Seite vom Brückengleichrichter. Das ist nämlich dann unser Neutralleiter wahrscheinlich. Und ich denke, das ist das Ding hier, der SM2082B. Das ist ja nicht ganz das, was ich gelesen habe, aber meh, die Beschaltung kommt hin. Ich denke, das passt schon. Wir haben hier ein ESOP 8-Paket. Auf der einen Seite zwei, die nicht verbunden sind und Out 1, Out 2. Das heißt also, wenn wir die alle miteinander verbinden, wie es auf dem Board ist, das käme hin. Auf der anderen Seite genauso RX2, RX1. Die waren, glaube ich, die verbundenen, die auf einen Widerstand gingen. Und die beiden Ground hat man nichts gesehen. Die werden unter den Chip wahrscheinlich gehen, wo diese Verbindung ist, die zwischen allen Chips dann durchgeht. Was wir auch schon sehen, ist hier oben, es ist für 5 bis 60 mA, das käme natürlich hin, weil alle LEDs hintereinander in Reihe hängen. Da haben wir wenig Strom, aber viel Spannung. Und was wir auch sehen, Low Cost. Hier steht überall Low Cost. Das steht nicht umsonst da, weil das Ding ist wirklich auf Preis gebaut und nicht auf was anderes. Ansonsten, wir haben eine Over Temperature Protection, die werden wir wahrscheinlich bei unserem Ding, habe ich die Befürchtung, brauchen.
Man kann sie mit aufs Board setzen von den LEDs. EOPS, guter EMI, also wenig Abstrahlungen. Ja klar, das Ding schaltet intern nicht wirklich viel. Da haben wir also keine Hochfrequenzsachen wie bei Schaltreglern. Und wieder simple, low cost. Ja. Genauso sieht dann hier auch dieses Typical Application Circuit Diagramm aus. Wir haben den Brückengleichrichter, wir haben die LEDs und wir haben das Gerät mit dem RXT. Das war's an Bauteilen, die da vorgesehen sind. Und ja, viel mehr haben wir auch nicht drauf gehabt. Dinge, die wir hier drin nicht sehen, das sind ja alle möglichen Sachen, die schalten könnten, die sie irgendwas Spezielleres machen könnten. Das heißt für uns primär, wir haben ein sehr starkes Flackern, einfach weil es keine Filterung gibt, bis auf diesen Kondensator, der bei uns noch nicht mal bestückt ist. Und was eventuell auch noch was sein kann, das ist das mit dem Power Factor. Also ich meine, ja, der wird nicht schlecht sein, weil die LEDs ja quasi direkt am Netz hängen. Wir haben keine Phasenverschiebung beim Strom. Allerdings, die LEDs fangen ja erst bei einer gewissen Spannung zu leiten an. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Sinuswellen da nicht mehr ganz so nach Sinus aussehen werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das bei Power Factor mit reinzählt, aber zumindest mal so Störungen werden wir hierdurch auf jeden Fall sehen. Ansonsten haben wir hier nochmal die Formel, wie das Ganze läuft. 0,6 geteilt durch VXT. VXT war, glaube ich, 5,6, wenn ich richtig im Kopf hätte. Dann kämen wir irgendwo bei 100 mA raus. Das kommt mir falsch vor, weil der ja eher so für 50 mA oder so ausgelegt war. Also für kleinere Ströme. Muss ich gleich aber gucken. Aber das können wir auch sehr einfach messen, weil quasi der Eingangsstrom fast gleich dem Ausgangsstrom ist. Also. Ansonsten können wir auch noch die Effizienz ausrechnen. Ja, viele LEDs sind gute Effizienz. Hat natürlich auch Nachteile. Hier bei so einer Schaltung sind wir auf eine gewisse Spannung festgelegt. Deswegen ist das hier auch nur für 230 Volt Netze. Plus minus ein ganz kleines bisschen. Auf 110 Volt kann man die nicht betreiben. Und wir sehen auch hier das, was hier gemacht wurde. Man kann die Chips nebeneinander machen, einfach um den Strom zu verteilen und somit auch die Hitze zu verteilen. Aber genug Theorie, gucken wir mal, wie sich das Ding in der Praxis schlägt. Schließen wir das mal hier an, zusammen mit einem Messgerät, was ich dazwischen geschaltet habe. Damit können wir dann zumindest ein bisschen was sehen, was da an Strom durchgeht. Dann schauen wir erstmal, ob das Ding wirklich seine 50 Watt macht, die es verspricht. Oder ob da ein bisschen geflunkert wurde. So, kurzer Blick, 229,9 Volt haben wir aktuell und wenn ich zumache, passiert nicht viel. Das sieht kaputt aus. Und wir können mal das Messgerät herausholen. Nicht, dass das dann noch irgendwas verändert, aber es würde mich doch sehr wundern. So, direkt dran. Wow, okay, jetzt sehe ich nichts mehr. Das war hell. Es ist doch mein Messgerät. Irgendwo ist die Leitung wohl nicht richtig drin gewesen. Nächstes Mal Schutzbrille, also im Sinne von Sonnenbrille, tragen. So, probieren wir das nochmal. Diesmal mit dem Messgerät unten und... Okay, es wird hell. Gehen wir mal kurz rüber aufs Messgerät, was das sagt. Ich hoffe, man kann es erkennen. Wir haben jetzt gerade 10 mA, wo auch immer die herkommen. Das muss ein Messfehler sein. Das heißt, so 4 VA haben wir da wohl als Störung drin. Das ist natürlich nicht schön. Das sind 5 Watt. Das ist nicht schön. Normal dürfte es die Neon nicht sein. Die hängt dahinter. Aber versuchen wir einfach mal, wie viel Watt das werden. Und ja, doch, 51 Watt. Das ist sehr nah an dem dran, was versprochen wurde. Gucken wir mal auf den Power Factor. Der ist jetzt 1. Und wenn ich einstecke, ja, 0,971. Das ist nicht schlecht. Wie sieht es beim Thema Hitze aus? Ja, war nur kurz an, aber man kann schon fühlen, dass es an war. Ja, ist leider Blech, das heißt also jetzt Wärmebildkamera auspacken wird nichts bringen, aber das sieht doch so aus, als ob der sehr schnell sehr warm werden dürfte. Aber die Dinger haben ja Thermal Protection drin, das heißt also, die werden dann wahrscheinlich irgendwann runterregeln, so watttechnisch. Können wir ja mal so einen kurzen Moment laufen lassen. 51 Watt haben wir aktuell. Wenn wir hier mal drauf achten, 50,6, 50,5, also es geht definitiv gerade runter. Ob das jetzt ist, weil die LEDs warm werden und sich da entsprechend die Ströme und Spannungen ein bisschen verschieben oder ob das schon Hitze ist, kann ich so natürlich nicht sagen. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt auf das Blech draufpacken,
Aber es geht auf jeden Fall runter. Hui, hui, hui. Ja. Und es war jetzt vielleicht 2 Minuten in Betrieb und das ist... Also ich kann meine Finger nicht drauf lassen. Sagen wir es mal so. Das ist sehr warm. Ach, und eben hatte ich ja noch was gesagt, dass da der Strom eventuell ein bisschen seltsam aussehen könnte. Nur ich bin hier mal hingegangen, habe hier so einen Current Transformer davor gemacht. Damit können wir uns jetzt den Strom da einmal angucken. Und wenn wir auf die entsprechende Welle gucken, naja, eine richtige Welle ist das nicht. Wir haben diese großen flachen Sektionen hier. Das liegt halt einfach daran, wir haben hier drauf 17 mal 4 LEDs. Also insgesamt 68 und wenn wir mal davon irgendwie so 3,2 ich Volt ausgehen, kommen wir bei Pi mal Daumen 215 Volt raus. Das heißt also, erst wenn wir 215 Volt erreichen, fangen die LEDs überhaupt an zu leiten. Und das tun sie dann so lange, bis dass wir wieder unter die 215 Volt fallen. Und die ICs, die da verbaut sind, die agieren quasi wie ein dynamischer Vorwiderstand, die einfach die überschüssige Leistung dann verbraten. Beim Power Factor spielt's, wie wir gesehen haben, nicht rein, allerdings, Oberwellen, THD und Co. Es ist nicht schön. Okay, leuchten tut's. Jetzt gucken wir dann nochmal drauf, wie es mit der Erdung aussieht. Ich meine, da ist eine Niete drin, das heißt, die Erdung selber wird okay sein. Aber mit der Isolation habe ich doch noch so ein bisschen Bedenken, weil die Boards hier, die haben meistens eine Aluminiumrückseite, die ist dann direkt hiermit verbunden. Das heißt, wir haben hier nur dieses dünne Material, das ist mal... 1 mm, 1,2 mm vielleicht geschätzt, was unsere Isolierung ist. Und naja, so Bordmaterial ist jetzt nicht unbedingt als Isolierstoff gedacht für hohe Spannungen. Aber das kriegen wir ja raus. Nehmen wir mal wieder unseren guten alten Appliance-Tester, schließen das Ding an und lassen mal da ein paar Tests laufen. Würde ich sagen, wollen wir mal. Haben wir erstmal Continuity, also ob wir überhaupt eine Erdverbindung haben bis hierhin. Und... 0,31 Ohm, Fail. Das kann jetzt natürlich sein, dass hier noch Beschichtung drauf ist ein bisschen, dass er deswegen was hat. Ich gehe mal hinten dran an den Aufhänger. Probieren wir das nochmal. Nö. 0,32 Ohm und das ist, wie wir sehen, Fail. Also zulässig wäre das normalerweise nicht. Und ich habe irgendwie so meine Zweifel, dass das jetzt hier an meiner Schnellverbindung hängt. Die macht eigentlich einen halbwegs brauchbaren Kontakt. Also an der Stelle schon Zeichen, dass man die eventuell nicht benutzen möchte, weil könnte gefährlich werden. Können wir jetzt mal durchgehen. Fuse Current ist okay. Insulation, der testet jetzt die Isolation zwischen den beiden Leitern, also neutral und der Phase und der Erde. Gucken, wie das aussieht. 500 Volt und das ist Pass. Also da haben wir über 20 Mega Ohm. Es ist zumindest also nicht direkt irgendwie, dass es zusammenbricht bei 500 Volt und mehr sollte theoretisch nicht drauf sein. Sonst ist das Ding eh kaputt und ihr habt ein Problem. Das sollte irgendwo vorher schon ein Überspannungsableiter da machen. So, machen wir nochmal an. Das sieht auch okay aus. Und ja, 40 kVA sagt er hier. Das sieht also okay aus und dabei keine Leckströme gegen Erde. Also bis auf den etwas mäßigen Verbindungsprobleme gegen Ground ist da jetzt erstmal kein Problem. Ich gehe mal einfach davon aus, dass eventuell hier die Rivets da, diese Nieten, nicht so wirklich gut leitend sind und es deswegen da zu Problemen kommt. Aber... wie gesagt, schön ist es nicht. Das heißt also, ich würde es nicht irgendwo hinmachen, wenn da Anfassen möglich ist. Und vor allen Dingen, es ist halt auch nicht wirklich zugelassen. Von daher, vielleicht besser nicht das hier. Also, was ist mein Fazit von der Lampe? Nee. Also ganz ehrlich, für den Preis ist es überraschend viel, was man bekommt. Die 50 Watt kommen ja wirklich raus. Allerdings, wir haben gesehen, die Erde ist nicht so berauschend, die Abwärme ist nicht so berauschend. Und auch was das Thema angeht, wasserfest. Klar, wenn sie so rumhängt, das meiste Wasser läuft halt über das Blech hier ab. Und ich schätze mal, dass das jetzt nicht so schnell anfängt zu rosten. Aber
Bei den Nieten wäre ich mir nicht so sicher, was hier oben das für ein Material ist. Ebenfalls nicht, und die Nieten sind normalerweise nicht wasserdicht. Das heißt, da könnte auch noch was runtersiffen. Auch wenn hier natürlich das Board selber dann nochmal diesen Film drüber hat, dass da nicht direkt Wasser dran kommt. Und natürlich beim Wasserfest, das kurze Kabel hilft da auch nicht. Das heißt, man muss quasi direkt in der Nähe irgendeine wasserdichte Box haben, wo man das Ganze dann abfängt. Aber selbst wenn hier kein Wasser dran kommt, wir haben halt die Niete mit der Erde, die nicht so berauschend aussieht. Die ist auch relativ dünn. Also ich glaube, schon mit einigem hin und her wackeln geht die ab. Dann ist da auch nochmal ein Problem. Hier die diesen Knickschutz oder Einschnittschutz auch eher mäßig. Apropos Einschnittseite, sehr scharf, also würde ich jetzt nicht mit den Fingern so dran gehen wollen. Die hier, ich meine, Licht kommt raus, das heißt, ich werde sie mal aufhängen, zumindest an der Stelle, wo man als Normalsterblicher nicht drankommt und da keine direkte Gefahr hingeht. Eventuell noch eine zusätzliche Erde irgendwie dran machen, mal gucken, vielleicht ein kleines Loch rein und dann nochmal was Vernünftiges dran machen. Und dann gucken wir einfach, wie lange sie hält. Aber fürs Erste würde ich sagen, sie tut zumindest grob das, was sie soll.